Ein mit keiner Spezialisierung, die Fifras. Nee, das Essen ist für mich. Fit Überlebens. Ich brauche dann. Nee, ist auch doof. Rakete ist auf dem Weg. So, komme ich jetzt inzwischen. Drei Gebäude funktionieren nicht. Ja, genau, ich weiß. Die Leute, die das betreiben wollen, die sind gerade auf dem Weg hier. Alles gut. So, und jetzt möchte ich hierfür für euch baue ich auch direkt einen Landeplatz. Da landen, ja. Das ist nicht so weit von der Kuppel weg. Ja, dann machen wir hier so schräg nach hier oben, hier da. Da. Bauen wir dort einen Landeplatz für die Rakete mit unseren Kolonisten. So, okay, das ist alles auch noch am Scannen, das ist super. So. Beton. Kriegst du Beton? Nein, du bringst kein Beton. Bringen gerade irgendwelche Drohnen Beton dahin? Ich möchte mal, dass der Kommandeur nach dahin fährt. Okay, ist sich da hingeschickt gerade nach hier. Ja, fahr doch bitte nach hier. Als ob ich dich jetzt hier so komisch umlotsen muss. Bis das klappt. Nee, alles gut bei dir. Ich weiß gar nicht, ob ich gefragt habe. Und sollen doch nur arbeiten. Ich will ja gar nichts Besonderes dafür. Bauen wir für die Neuankömmlinge in der Kolonie einen wunderbaren Landeplatz. Die werden sich freuen. Ich pack mal da. Wir sind schon bei 29%, also die sind schon fast da.
da ich gleich hier mein Lager nicht mehr bauen dürfen. Die sind für da halt ganz praktisch, die Lager da, aber ich sollte vielleicht auch mal Lager bauen. Was ist eigentlich aus dir geworden? Auch nichts, ne? Das ist auch nicht so. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn du was gefunden hättest, wenn das gefallen wäre. So. Und da kommt Nummer 8. Jetzt bin ich gespannt, was hier gebaut wird. Auf geht's. Oh, jetzt kommen ganz viele. Alle zusammen hier. Als erstes werden die Laternen errichtet. Auch gut. Oh, das ging schnell. Genau. So. Hier kommt auch noch ein Landeplatz hin, noch vielleicht noch ein weiter links, wenn das geht. Mal gucken, dann haben wir nämlich schon zwei Landeplätze für Passagierraketen und für Nicht-Passagierraketen. Sondern für die eigentliche Suchrobotertechnik und so Kram. Das macht unsere Forschung. Und das wird auch gerade erforscht, das ist gut, was haben wir hier. Freue mich, L1 ist auch noch da. Und die Mut Hashtag 1 habe ich nicht umbenannt. Das wäre. Na, hätte ich umbenennen müssen. In, keine Ahnung. In irgendwas anderes. Habe ich aber irgendwie nicht. Sowas wie eben. Egal. Fliegt ja sowieso bald wieder weg. Irgendwann. Vielleicht. Ich gucke erstmal, was jetzt hier passiert, wenn die dann da sind. Das ist schon mal gut. Das ist halt einfach nicht mehr so gut. Teile habe ich genug. Kann ich mit meiner Betonfunktion irgendwo geben? Möchte ich das machen, ist die Frage, ne? Eigentlich. Da würde ich meine Betonproduktion erhöhen, aber bringt mir das was? Ich warte erstmal, ich brauche im Moment. Im Moment habe ich keinen Ressourcenmangel. Da muss ich nicht unnötig viele Ressourcen abbauen, das ist Quatsch. Meine Lager füllen sich ja auch. So, 60% des Weges haben die mutigen Astronauten, die von mir höchstpersönlich ausgewählt wurden, schon hinter sich gebracht. Das heißt, da fehlt gar nicht mehr so viel. Das ist schon mal gut, die bauen das ab. Wie sieht das mit den Lagern aus? Da kommt jemand, vielleicht brauche ich immer noch ein zweites Lager neben. Habt ihr nämlich noch mehr Platz, um Sachen zu lagern. Abschlacht und Tunnel. Tunnel können Energie und Lebenserhalt. So. Okay.
auf eine Kugel stellen, damit die Kugel optimal geschützt ist. Machen wir hier noch so einen Meteoritenabwehrlaser hin. Wir haben 28,6 Milliarden Geld, das ist ganz schön viel, oder? Ich weiß nicht, ob das viele sind, schon hier, keine Ahnung. So, die ist bei 78%, das passt. Wie viel Strom habe ich? 14, dann kann ich meinen Verbrauch auch sehen. Anzahl an Netzen 1, Stromerzeugung, Strombedarf. Das passt doch alles, das ist super. Ein gespeicherter Strom ist auch alles voll. Da will ich gar nicht meckern. Das passt doch super. Was habe ich denn hier gemacht? Durch den Treibstoff auf dem haben wir unsere ersten von. Achso, okay. Ich habe nur meine Raketendinger da effizienter gemacht. Aber was bringt mir das? Aber ich kann ja keinen Treibstoff abbauen oder so. Schönes sollen sie noch haben, finde ich. Wie wär's mit einem wunderschönen Park mit Gassenbänken, Entspannung trainieren, spielen, einen sportvollen Steingarten, der sich streng an die Zentrale entspannt. Ich will nicht keinen Teich liegen wollen, glaube ich. Das muss fertig sein, bevor die ankommen. Also los, 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 los! Vorher ist das schlecht. Aber denke mal, Schaden tut's nicht. Da einfach was zu bauen. Vielleicht sieht es ja auch nicht aus, vielleicht für Entspannung. Mal so an sie sich chillen, das war auch mal was. So, 96%, das ist schön. Beton. Ich schaff das. Die Rakete muss ja auch noch landen. Einfach ein bisschen schneller arbeiten hier. So. Jetzt speichere ich ab. Weil rein theoretisch kann, wenn ich der Rakete das Land befehle, ja dann mit den Menschen auf dem Mars alles schief gehen und keine Ahnung, jetzt kann ich zur Not neu laden, bevor da was passiert. Ja, einmal gestanden. Und der Park ist fertig geworden. Das heißt, ich habe direkt hier was für die Entspannung für die Leute. Das ist das super. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht schlecht aus, ne? Ich fände das komisch, wenn meine Wohnung so krass offen wäre, wie die das sind, aber das passt schon. So, und das Sektor bedeutet, ich brauche auch ein neues Drohnenhub.
erste. Damit habe ich nicht gerechnet, aber egal, gut, passt schon. Zack. Und da haben wir uns in der Kito. Milestone achieved. Ja, ich hoffe, diese Touristen sind nicht. Ja, guck mal hier, die haben sogar Raumanzüge an. Einen Touristen, den ich hier mitgenommen habe, den ich auf. Der ist dann nicht sauer, weil er 80 Jahre in der Rakete war. Ich bin ein bisschen los, weil ich keinen Treibstoff produzieren kann. Voller Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf dem roten Planeten angekommen. Die ersten 10 Zoll stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischen Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt: Die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Die Gründerkolonisten müssen 10 Zolls überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen können. Tipp: Die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen, um den Komfort der Gründer durch Servicegebäude so gut wie möglich zu erhöhen. Okay. Habe ich das nicht gebaut? Crop failure reported. Habe ich keine medizinische Einrichtung gebaut? Kein Problem, wird hier gebaut. Ist ja nicht so, dass ich das nicht einfach bauen kann. So, die Bar. Hat bitte nicht morgens auf, aber nachts dafür, weil morgens sollen die arbeiten. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Nahrung ich brauche. Vielleicht bin ich ja viel zu wenig, weil ich denke, dass die mehr produzieren, als sie produzieren. Ah, da sehe ich Nahrung. Nahrungsproduktion, nichts. Nahrungsverbrauch, nichts. Nahrungsgebäude, auch nichts. Ich glaube, auf der Karte gelagert, 120. Ja, gut, okay.